Mein Name ist Konstanze Helber. Ich bin 1954 in einer Kleinstadt in der Nähe von Jena in Thüringen geboren. Bin auf einem Dorf aufgewachsen, hatte eine schöne Kindheit und bin auch in dieser Kleinstadt, wo ich geboren bin, zur Schule gegangen. Hier heißt es Realschule. Dort hieß es die 10-klassige Polytechnische Oberschule. Die habe ich dort abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen, aber mit einigen Problemen, die man mir in der Schule gemacht hat, die dazu geführt haben, dass ich über mich nachdachte, wie geht mein Leben, mein junges Leben, eigentlich weiter. Mit 14 Jahren habe ich begonnen, mir Gedanken zu machen, ob ich überhaupt in dem Land leben möchte, was DDR hieß. Ich in der Schule gefragt, was ist das mit den Panzern, die da nächtlich fahren? Am Tag hat man sie kaum gesehen, nur nachts. Diese Panzer waren mit einem weißen Strich gekennzeichnet. Also ganz auffällig. Ich bekam da keine Antwort von meinem Lehrer in der Schule. Nun war ich in der glücklichen Lage, ein Fernsehgerät zu haben. Meine Eltern hatten einen Handwerksbetrieb, einen privaten Handwerksbetrieb, und hatten das nötige Kleingeld und konnten zu einem Fernseher kommen. Es war ja nicht alltäglich, dass man 1968 in der DDR einen Fernseher hatte und dann noch auf einem kleinen Dorf und dann noch Westfernsehen. Das war ja das Allerbeste für mich. Denn im Westfernsehen sah ich diese Panzer dann wieder, wie die in Prag einrollten mit diesem weißen Strich. Also, ich dachte, was geht hier ab? Ich frage wieder in der Schule. Die Lehrer sagten, ja, ich sollte lieber nicht solche Fragen stellen. Ich wollte das Abitur machen, musste mich dazu bewerben, wurde natürlich abgelehnt zum Abitur. Was für mich erstmal fast klar war, aufgrund der Geschichte der letzten 2 Jahre, ja, hast du dir verbaut, keine Chance aufs Abitur, keine Chance aufs Studium, ist einfach so. Ich habe mich dann beworben, an einer Klinik die Ausbildung zur Kindergartenschwester zu machen. Auch wieder Hindernisse, geht gar nicht, bei meinem Hintergrund. Und ich wäre einfach gesellschaftlich nicht in dieser... passe einfach in die Gesellschaft nicht hinein und ich müsste mich eben mit dem begnügen, was man mir anbietet. Ich habe nicht nachgegeben. Ich habe mich wirklich vor diese Leute gestellt und habe gesagt, so, dann gehe ich jetzt in Jena auf den Marktplatz und schreie, dass ich hier keine Ausbildung kriege in diesem Land. Und man hat sich dann doch überlegt, geht nicht, das Mädel muss eine Ausbildung kriegen. Dann kommt das Kapitel, wo ich mich in einem Urlaub in einen Mann verliebt habe. In Bulgarien war das. Ich konnte ja nur, oder wir konnten damals nur in den Ostblock fahren. Das war Bulgarien, Rumänien, Tschechoslowakei, Rumänien schon gar nicht mehr, war auch schon nicht mehr möglich. Ungarn. Ich war in Bulgarien und ich traf dort einen Mann, mit dem ich mich befreundet habe, der sehr interessiert war, nicht nur an mir, auch an meiner Geschichte. Und wir haben uns so verbunden gefühlt, dass wir eigentlich beschlossen hatten, zusammen zu bleiben. Das gab natürlich große, große Hindernisse. Ich habe versucht, erstmal auf einem ganz legalen Weg die Ausreise zu beantragen. Mit 23 Jahren war mir nicht bewusst, dass, wenn man die Ausreise aus der DDR beantragt, sich strafbar macht. Ja, dann war ich im Visier der Stasi. Aber für mich alles noch erträglich, bis mein Freund gesagt hat, also jetzt sind wir 2,25 Jahre, machen wir hier rum, dass wir mal zusammenkommen können. Jetzt müssen wir uns was überlegen. Und da habe ich gesagt, was soll man sich überlegen? Ja, Flucht. Es war für mich eigentlich kein Thema. Ich wollte nicht fliehen, ich wollte mich nicht in Gefahr bringen. Aber es war dann doch so, dass ich gesagt habe, ja, ich stimme der Flucht zu. Er hat die Flucht dann organisiert. Über eine Organisation, eine sogenannte Fluchthilfeorganisation,
und hat im Vorfeld viel Geld dafür bezahlt, dass sowas überhaupt zustande kommt, dass Fluchthelfer quasi sich ja auch in Gefahr begeben. Man weiß ja nicht, ob so eine Flucht gelingt. Und diese Flucht war im Vorfeld schon längst bekannt bei der Stasi. Und weil es ist ja alles sehr hellhörig an der Grenze, sehr laut zwar, aber auch hellhörig, habe ich schon vernommen, wie ein Grenzer sagte zu diesem Pfarrer, steigen Sie bitte aus, fahren Sie das Auto rechts ran. Und da war für mich klar, das war's, die Flucht ist missglückt. Ja, und dann ging quasi die Odyssee los. Ich hatte ein Verbrechen begangen. Ich habe die DDR illegal verlassen und wurde dafür bestraft, weil ich von einem Deutschland ins andere wollte. Ich wurde festgenommen, ich wurde in Untersuchungshaft genommen, 6 Monate Untersuchungshaft. In der Zeit hat man die Ermittlungen gemacht, man hat mich verurteilt, man hat mich erstmal angeklagt, man hat mich verurteilt und man hat mich zu 3 Jahren und 3 Monaten verurteilt wegen illegalen Grenzübertritt und staatsfeindlicher Verbindungsaufnahme. Ja, und so gelang ich dann nach Honeck, in das Frauenzuchthaus Honeck. Die überwiegende Zahl waren kriminelle Frauen mit langen Haftstrafen und auch schon einer langen, immer wieder straffällig gewordene. Die wurden von dem System eigentlich nie aufgefangen. Die landeten schon beim kleinsten Vergehen wieder im Knast, sage ich mal so. Also das waren auch Wirtschaftsverbrecher oder man stufte die so ein in Asoziale. Junge Leute, Asoziale, da gibt es einen Paragraph dazu. Asozial, was ist asozial? Es sind einfach Leute gewesen, die sind in dem System gar nicht geduldet oder für die war kein Platz. Die wurden einfach nicht ins Leben gerufen. Die hatten keine Möglichkeit. Die kamen schon aus einem sogenannten Jugendwerkhof oft. Jugendwerkhof sagt ihnen vielleicht nicht viel, aber es gab Jugendliche, die wurden beim kleinsten Vergehen wie Zigaretten geklaut oder eine Zeitung geklaut oder mal laut rumgegrölt oder sich daneben benommen, landeten die in einem Jugendwerkhof. Und das war das Schlimmste, was einem Jugendlichen passieren konnte. Der hatte keine Chance mehr. Der konnte nur, der ganze Werdegang war dann irgendwann Knast. Und die Frauen waren eben auch zum Teil so. Aber es gab eben natürlich die vielen Frauen, die wirkliche, richtige Gewaltverbrechen begangen haben. Das waren Kindsmörderinnen. Richtige Schwerverbrecher. Und mit denen war ich zusammen. Die politischen Frauen, mit denen ich zusammen, politischen Häftlinge, die Frauen, klar hatten wir einen Zusammenhalt, aber wir waren, das Frauengefängnis war ja sehr groß. Es waren ja über 1000 Frauen in dem Gefängnis, also es waren auch verschiedene Abteilungen. Also waren wir Frauen ja alle verstreut auf 1000 Frauen und dann waren wir natürlich in der Minderheit. Und diese kriminellen Frauen, die hatten natürlich sich da eingerichtet in diesem Knast durch ihre langen Strafen, ja. Und die haben sich also benommen. Das Wachpersonal war froh. Die hatten im Prinzip das Kommando, ja. Das Wachpersonal war über diese Langstrafe froh, dass sie die hatten. Dann hatten die weniger Probleme mit den Häftlingen an sich. Und die Gewalt, die da geherrscht hat, Frauen können gewalttätig sein. Da ging es zum Teil um bei den kriminellen Frauen wirklich um Kleinigkeiten. Die haben sich, das war, ob das Futterneid war, sage ich immer, ob das Eifersüchteleien waren. Viele Frauen waren lesbisch. Die haben sich die Frauen ausgespannt gegenseitig. Also gab es da natürlich Übergriffe. Und sowas zu erleben, mitzuerleben, das ist klar, dass ich Angst hatte. Und das war meine Hab-Acht-Stellung. Ich hatte Angst nach. Weil ich nicht wusste, was die untereinander was sie sich antun. Natürlich waren auch viele Suizidversuche. Auch unter den kriminellen Frauen. Ganz arg. Die haben sich aus Liebe umgebracht ungefähr, oder wollten sich umbringen. Ne?
Die haben sich aus Futterneid umgebracht. Die haben sich aus irgendeiner Aufmerksamkeit, die sie nicht bekommen hatten, oder aus wirklich seelischer Qual, wollten sie sich das Leben nehmen. Das muss man auch erst mal mit, wenn man sowas miterlebt hat und da nicht helfen kann. Vor allem nicht helfen kann. Das ist unerträglich. Das sitzt. Und das ist ein Erlebnis, was man nicht los wird. Es gab die Möglichkeit, nochmal einen Ausreiseantrag zu stellen in Haft, was viele gemacht haben. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen, sie wollen auf jeden Fall raus, sie wollen nicht in den Osten entlassen werden in die DDR. Der ist nie bearbeitet worden, das war einfach nur ein Stück Papier. Ne? So, und dann, es gab sogenannte Transporte, nannte sich das. Dann hieß es, das magische Wort war Transport. Und ich habe es dann nach 2¼ Jahren erfahren dürfen, dass ich freigekauft worden bin. Das ging sowas von schnell. Ich war auch noch auf der Krankenstation. Ich hatte mich verletzt gehabt und bin quasi aus der Krankenstation raus auf Transport gegangen. Nach Chemnitz für mich war das damals das Übergangsgefängnis zum Westen hin. Ne? Also das Chemnitzer Gefängnis hat einen Namen, das heißt Kassberg, das steht in diesem Gebiet, es nennt sich Kassberg. Also von da aus ist man dann in den Westen gekommen. Und der Freikauf, wie sich der Freikauf gestaltet hat, ich will das jetzt mal so nennen, ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen. Ich war da in dem Chemnitz, ich wüsste nicht, war ich einen Tag, war ich zwei Tage, war ich 14 Tage, ich kann es nicht mehr sagen. Da fehlt mir die Erinnerung. Ich weiß nur noch, wie ich noch in ein Zimmer geführt worden bin und gefragt worden bin, wollen Sie in die DDR oder wollen Sie in den Westen? Ich sage, was in die DDR? Natürlich in den Westen. Hab meine Aberkennungsurkunde in die Hand gedrückt gekriegt, dass ich jetzt also aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen bin, habe einen Entlassungsschein in die Hand gedrückt gekriegt, habe das genommen, bin ein paar Treppen runter in den Bus eingestiegen, der nach dem Westen fuhr.